Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Stadionblog meinerseits. Nein, Spaß beiseite. Schaut, was wir am Losen sind. Ich kann euch sagen, oder besser gesagt nicht sagen, wie Bock ich drauf habe, wieder einen Vlog machen. Ich hänge zwar gerade zuhause, ihr habt im Titel gesehen, mit welchem Vlog wir wieder rein starten. Der Monat wird fett. Es wird noch eine Insta-Story dazu kommen. Also gut, ich verlinke euch mal den Insta da. Unten, oben, rechts, links, unten. Jetzt ist der gleiche Name wie mein YouTube. Ihr arbeitet schon auf den Insta kommen. Aber heute sind wir back. Und mit was für einem Spiel? Mit einem Schweizer Klassiker? Hey, es hat einfach abgebrochen. Es hat meine Aufnahme abgebrochen, weil ich aus Versehen auf den Ding drückt habe, auf den Knopf. Und mit einem Schweizer Klassiker melden wir uns zurück mit den Stadionvlogs. Ich will, jeder, der das Video schaut, ist mir egal, wie du gerade drauf bist, es ist mir egal, wo dein Verein steht, komm einfach in gute Stimmung und geniesse das Video. Klar, ich versuche auch, dass das Video zum Geniessen ist, aber ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen am Sound hören, ein bisschen am Essen, ein bisschen italienische Spezialität oder was auch immer am Essen. Ein bisschen verwirrt bin ich auch, muss ich auch ehrlich sagen. Schon seit ein, zwei Wochen kein Vlog mehr gemacht. Aber ich habe gerade vorher meinen YouTube-Channel angeschaut. Und wenn es mich nicht täuscht, ich glaube im Fall, das ist sogar das 80. Video auf dem Kanal, also ein kleines Jubiläum. Und ich blende euch jetzt mal ein, Videos, also Videos auf dem Kanal. Und ihr seht, also das, was ich euch einblende, Basel gegen FCZ, ist einfach mein Schweizer Start von dem Kanal. Also ihr müsst bedenken, der Grossvater von den Grossvätern, von den Vätern, von den Onkels von dem Kanal ist Basel gegen FCZ im Joggeli. Mein erster Vlog war in Barca. Und der erste, der Beginn von der Schweiz, der Beginn von dieser Hauptcommunity auf dem Kanal war im Joggeli. Also gut, da bin ich unglaublich dankbar. Ich meine, wir können ein kurzes Ding machen, einen kurzen Real Talk. Von 10 Sekunden. Ich meine, was soll ich sagen? Wir sind jetzt knapp bei 3000 Abonnenten. Der April, ich habe es euch vorher schon gesagt, wird crazy. Aber jetzt, komm, wenn ich noch daheim bin, so mit meinen Eierhosen und mit meinem neuen Eierkopf, habt ihr wahrscheinlich bemerkt, bedanke ich mich nochmal bei jedem. Egal, ob du neu bist, ob du noch nicht abonniert hast, auch wenn du schon auf dem Video bist. Vielen Dank einfach für den Support. Einfach mal so sagen. Und ich blende euch aber noch Statistik ein. Ey, die nicht abonniert haben, lasst doch ein Abo da. Ihr seht, irgendwie 85% haben nicht abonniert. Ein Klick und ihr seid dabei. Und es kostet euch nichts. Also lasst ein Like, Abo und einen Comment für den Algorithmus da. Und wir sehen uns wahrscheinlich mit einem fetten Cut. Weil momentan, ihr seht, ja okay, der Song ist sich jetzt die ganze Zeit am Wiederholen. Wartet eine Sekunde, ich zeig. Ey, wartet eine Sekunde. Wartet jetzt eine Sekunde, ich muss da. Wo ist jetzt meine. Oha, Aufnahme 2,5 Minuten. Da frage mich nicht. Frage mich nicht. Das ist mein eigener Geschmack. Irgendwie zusammengewürfelt. Losen wir doch den Onkel. Der Onkel himself. Der Onkel Dan. Wir sehen uns. Ihr seht die Uhr da unten. Gehen wir rein. In 4-5 Stunden am HB. Will. Was für ein Will? Ich gehe jetzt einfach noch ins Gym. Dort nehme ich euch nicht mit. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ich mal einen Vlog machen soll, so vom Leben oder irgend so etwas. Aber komm, ich habe genug geschnurrt. Wir sehen uns wirklich wahrscheinlich in 4-5 Stunden. Entweder im Zug, weil wir gehen wieder mit dem Homie ans Spiel. Oder wir sehen uns irgendwo wieder vor dem Joggen. Ihr wisst es schon. Ihr merkt, ein bisschen durcheinander, ein bisschen dies, das. Aber wir sehen uns wieder gerade. Schau zusammen. Warte mal. Schau mal das Gescheide. Schau mal heute gescheit. Heute wird aber Powerbank geladen, oder? Dass wir da keine huren Hafenkäse haben, huren Habakuk, huren irgendeinen Schießtrack hier mit der Powerbank, dass wir wieder warten eine Sekunde. Ich zeig's euch gerade. Verkältung heute noch ein bisschen, aber schaut. Es tut mir leid, es ist nicht vermarktbar. Ja gut, schaut jetzt. Genau dieses Problem habe ich gemeint. Ammoniak! Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern sechs insgesamt. Sechs von diesen Brüdern, meine Freunde. Wie viel Cash kann man da zurückbekommen? Ihr müsst es mal sagen. Weil ich glaube, mit dem Kabel, ich habe da noch zwei.
Das ist auch noch ein Gym. Ha? 1, 2, 3, 4. Ich habe 5 Kabel. Das heisst, nur bei einem habe ich das Kabel nicht, oder? Oder? Oder nein? Schau mal. Oha, Bruder. 1, 2 mit Kabel. 3, 4, 5. Ich habe alle Kabel. Hey, keine Ahnung, wie viel man da zurückbekommt. Aber das Problem fällt heute auf jeden Fall nicht. Problem ist jetzt, wegen diesen Chimpy Banks bin ich jetzt vom eigentlichen Thema abgekommen, warum ich heute etwas filmen wollte. Ich wollte eigentlich einen fetten Cut machen, bin jetzt da, mein Handy ist. Ja, wisst ihr was? Es ist mir jetzt wurscht. Wir sehen, stimmt! Hey, ich komme nachher dazu. Ihr werdet euch sicher auch freuen. Wir sehen uns gerade wieder beim fetten Cut. Schaut zusammen, jetzt aber wirklich. Und wenn ihr mich jetzt nochmal seht, also dann habe ich wirklich etwas geraucht. Wenn ihr mich jetzt nochmal seht, dann habe ich etwas geraucht. Also, ciao zusammen. Brate. Ich habe erst jetzt, ja, ich weiß schon, ich habe erst jetzt checkt. Da ist der Bruder, der für Eckball Geld verlost. Hey, schau mal, wir sind wieder am gleichen Spot wie beim letzten Vlog. Ich habe mich zwar. Hey, Bro, wenn das Spiel. Sind wir letztes Mal da gewesen? Basel gegen Vinti? Ja, stimmt. 1-1. Wir kommen gerade zu der Aufstellung und allem. Ich habe wirklich noch nichts gesehen, aber erst muss der Tank geleert werden, oder? Hey, ich habe keine Ahnung, wie man mich überhaupt sieht. Wirklich keine Ahnung, wie man mich sieht, aber. Aufstellungen blende ich kurz ein. Es sind gerade irgendwelche Emos von Basel durchgelaufen, oder? Aber das ist mir wurscht. Ich mache meine Ja, ich spüre auch Tropfen im Fall. Was ist eigentlich dein Tipp? Sag kurz im Video. Sag kurz, was ist dein Tipp? Ohne Gesicht, ohne Gesicht. 1-1. Für? Basel. Okay, Basel. Ich sag doppelte Chance Basel. Doppelte Chance Basel. Der, der checkt, was doppelte Chance heisst, der ist fett in der Scheiße drin, der ist in der Sucht drin. Ich denke tendenziell, ihr seht jetzt Aufstellungen. Ich blende sie euch ein. Auch mal auf Series, der Bruder. Ihr seht, ich habe gerade die Aufstellungen wirklich das erste Mal gesehen. Der Vega wieder als Innenverteidiger. Basler mit einem 5er Mittelfeld. Ich glaube, ihr Basler habt das noch nie gespielt diese Saison. Der Boran Jasevic als rechter Flügel. In einem 4-2-3-1, glaube ich. Die Formation habe ich fast noch nie im Fußball gesehen, nur bei Man United. Die spielen nicht wirklich guten Fußball. Und sonst habe ich die Formation eigentlich nur in FIFA gespielt. Also weiss ich nicht, wie der FCZ mit dem Erfolg haben wird. Klar, es war jetzt eine Länderspielpause. Es wird interessant. Ich blende euch mal die Tabelle ein. Und ihr seht, Vinti hat gewonnen. Das ist auch noch zu erwähnen. Vinti hat gerade gegen Servette gewonnen. Das ist ein ganz grosser Sieg für Vinti. Macht für Basel aber keinen Unterschied. Weil, ich glaube St. Gallen. Ist es St. Gallen gewesen, oder? Ja. Ja. St. Gallen auf dem 6. gleich viele Punkte wie Vinti vor dem Sieg. Das heisst, Basel muss sowieso gewinnen. Also wenn Basel, die haben glaube ich 9 Punkte jetzt auf dem Ding oder 7 Punkte. Wenn sie etwas noch reissen wollen, müssen sie sowieso gewinnen. Unabhängig vom Gegner und der FCZ, wenn sie noch um den Titel spielen in dieser Playoffs-Gruppe, was aber jetzt guter Titel. Servet hat ja jetzt Punkte gegen Ding verloren, gegen Vinti, heisst wenn ich beginnt, 3 Punkte wieder Vorsprung, aber mein Tipp ist, ich sage euch ehrlich, 0-0. Mein Gefühl sagt, das wird von den Fans ein Match, der eskaliert, wir sprechen gerade Fans an, Fans sowieso, crazy, also Fans eskalieren da immer. Ich habe euch vorher schon im Intro gesagt, Basel war mein erster Schweizer Vlog und ich denke, Basler werden übertrieben. Wir haben ja jetzt das erste Spiel in dem Kaskadenzirkus, so nenne ich es mal hier auf dem Kanal. Wir nennen es Kaskadenzirkus oder Affenzirkus, wie man es auch immer nennen will. Das ist kein Angriff, nur für GTA RP, nur für das Spiel. Nur in einem Game nenne ich es so. Im echten Leben, oder? Wisst ihr, wie das Modell heisst, aber ich nenne es den Kaskadenzirkus. Wenn es mich nicht täuscht, der erste oder zweite Match in diesem System. Also sehen wir, es ist ein 20-30 Spiel, in 10 Minuten ist Abpfiff. Wart mal. Seht ihr den Jogger dort? Ich glaube, wir müssen auch anfangen zu joggen. In 9 Minuten fängt das Spiel an, wir gehen Freestyle, ich gehe immer Freestyle. Wir haben zwar Tickets unter dem G, Entschuldigung, tut mir leid, aber wir gehen ins G, dort haben wir bessere Übersicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas vergessen habe. Im Jockeli ist immer alles offen. Jockeli, Basel, Minimum. Ich sage jedes Mal, Minimum. Top 2 Heimfans in der Liga, wenn nicht sogar Top 1. Aber sehen wir noch, ob es eine Choreo gut gibt mit dem Kaskadenzirkus. Sehen wir noch, wir kommen gerade ins Stadion. Wenn ich etwas vergessen habe, tut mir leid. Und sonst, wir sind ja wieder da. Ciao, ciao. Brate, ist ausverkauft heute, oder was? Bruder, das ist ja abnormal, der Andrang hier. Ah, dort oben, dort müssen wir ins G rauf. Mal schauen, ob wir es schaffen. Alter Schwede, ich glaube, es läuft gerade der Sweet Caroline. Ich weiß nicht warum, aber Brate,
Ich glaube, ich musste nicht mal ein Ticket kaufen. Es war einfach frei, man konnte reinlaufen. Ich musste nicht mal ein Ticket kaufen. Aber ihr seht, mein Kollege, der gesagt hat, Basel Sieg oder Unentschieden. Dortmund für 2. Okay, Dortmund für 2-0. Zum Glück habe ich heute kein Glücksspiel betrieben. Aber wir kommen jetzt in die Jockeli. In den Sektor G. Ich sage euch Freestyle, eigentlich hätte ich eins unten dran. Aber wir kommen hier rauf. Weil die. Oh, ich sehe schon Mut an der Kurve mit der Choreo. Schauen wir mal. Touching hands. Der zählt natürlich. Der Basler. Touching you. Sweet Caroline. Wow. Der Song muss man einfach mitsingen, egal wo man ist. Oh, Bratte! Schau mal, du bist ein von Zürich. Alter Basel, warte mal. Hä? FCB? Haben sie Buchstaben geschrieben oder nicht? Auf jeden Fall, komm. Braucht keine Wörter. In so einem Duell. Egal, wie Sport, alle am Springen. Rote Jacke, blaue Jacke. Sport ist scheißegal, wie sie drauf sind. Weil das ist der Schweizer Klassiker, Bruder. Gummibüros, alle KVs, die den Vlog schauen. Schaffen mal recht, an so deinem Büro rumhocken. Hey, wirklich, aber da. Oh, warte mal, seriös, jetzt. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Kurz. Vor rund zwei. Wartet. Da anders. Ich sehe es hier unten, der Kaskadenzirkus. Ja, sie sprechen den Kaskadenzirkus an. Ja, also bitte, also Muttenzer Kurve, ich habe gesagt, Heimstimmung sowieso gestört. Also ich glaube, der Match wird vielleicht später angepfiffen. Also da, ich sehe es mit meinen Augen, die Kamera nicht. Seht ihr da? Ja gut, ihr seht es nicht, ich plane es später ein. Los mal, Beleidigung gegen Basler. Ich sehe es zwar nicht, aber ich glaube, hören tut man sie. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie er mich sieht, aber ich erwarte, dass heute spielerisch erwarte ich gar nicht. Gar nichts erwarte ich spielerisch. Die tun sich auch immer noch aufwärmen, rauchen auf dem Platz. Aber von den Fans habe ich vorher auch schon gesagt, das wird der 10 von 10. 20, 30 haben wir einen Samstag, jeder hat am Montag frei. Also ich glaube, jeder Basler wird hackendicht sein. Die Zürcher, die da sind, auch Message zeige ich euch nachher, aber viel Spass mit diesen Fans und dem Spiel. Gut, ich weiss nicht über die Szene, aber da etwas mit Bürogummis, mit diesen hohen KV und Politiker, die keine Ahnung vom Fußball haben. Und dort der Zürcher auch. Irgendetwas gegen Bürogummis, aber ich sage euch ehrlich, Bürogummis. Also ihr hört jetzt das Wort nicht richtig, aber ich wüsste, was ich meine. Verpasst euch von dem Sport, ihr habt keine Ahnung. Politiker, die den Fußball nicht fühlen, ich bin FC Barcelona-Fan. Wenn du nicht in einer Kurve stehst, wenn du nicht fühlst, wenn du Fußball einfach als Wirtschaft ansiehst, dann bist du ein Ja, dann ist mir scheißegal. Du hast keine Ahnung von Fußball. Du musst in einer Kurve stehen und den Verein lieben. Die Liebe vom Fußball, das ist eine andere Liebe, als du deiner Frau schenkst, als du deiner Freundin schenkst, als du das zu jedem schenkst. Ist mir scheißegal, in welchem Deutsch ich rede, weil jeder Fußballfan versteht das. Jetzt hat der Kai Bapfiffen. Basler von links nach rechts. Ich weiss nicht, ob meine iPhone 13 Pro Kamera das auffängt. Ist mir wurscht, weil mit meinen Augen sehe ich es. Aber dort oben sehen wir auch noch auf Kollektivstrafe. Kollektive Antworten, KJPD, wahrscheinlich irgend so Politiker-Gummis, die keine Ahnung haben vom Fußball. Pyro-Gummis machen das Stadion unsicher und dort auch das Gleiche. KKJPD, Pyro-Gummis machen das Stadion unsicher, auf Kollektivstrafe und kollektive Antworten. Zürich ist das erste Mal angekommen. Krasny, warte mal, Krasny, nochmal, Hitz, super Parade vom Hitz. Alter Schwede, das ist gefährlicher als ich es erwartet. Die Tante über draussen. Ecke oder was? Nein. Ich glaube, er hat Abstoß angezeigt. Gebt euch das. Auswärts fertig, komm. Also, was nimmt's noch? Ja, es nimmt noch auf. Also, von den Fans tut mir leid an jeden, der meine Vlogs schaut, aus jedem Kanton. Aber Basel und Zürich,
Das sind einfach die besten Fans von der Lautstärke. Erster Eckball für den FCZ. Erster Eckball im Klassiker, im El Clasico von der Schweiz. Mal schauen, ob er gut kommt. Wer ist es? Stokita oder nicht? Ich glaube, es ist Stokita. Mal schauen. Kommt? Nein, nein, kurz, zu kurz. Gerade nochmal eine Ecke, gerade nochmal eine. Warte mal! Warte, ich habe es nicht aufgenommen. 1-0 FCZ, ich habe es nicht mal aufgenommen. Ich habe vergessen aufzunehmen. Ist der Mirlin Kriesiu gewesen? Ich glaube schon. Sie jubeln in der Nähe von der Kurve. Ich habe es nur, glaube ich, voll aufgenommen. Ihr seht, 6. beziehungsweise von, ja, wobei, auf dem Papier vielleicht die 7., vielleicht die 6. Und der FCZ führt schon mit 0-1 in Basel. Nicht, gar nicht vom Warcheck. Gar nicht. Oh, der Camberi, da anders. Camberi 0-1. Zürcher natürlich am Ausrasten. Am Zünden. 0-1 am Führen. Hätte ich nicht erwartet. Warte mal. Wartet. Warte, warte, warte. Okay, die übertrieben mit Zünden. Dante über aussen. Boah, das wär's jetzt. Also wirklich. Basel, KD. Ah, ist schon im Auge. Einwurf für Zürich. Hätte ich nicht erwartet, dass so früh schon eine Bude passiert. Und vor allem schwach, wenn ich weiss, dass der Camberi ist, der ungefähr geschätzt Max 1,75 ist, wie man einen Standard das Goal bekommt durch einen Kopfball. Es ist gar nicht gut, wie man einen Standard so ein Goal kassieren. Ich grüße jetzt einfach wirklich, wie alle jetzt springen. Unglaublich, einfach alle, alle, hey, unglaublich. Ich kann es nur noch mal sagen. Dann Basel jetzt rein findet starke Grätsche vom Katic. KD wieder am Ball. Basel muss jetzt vor der Halbzeit. Klar, wir haben noch 35 Minuten, warte mal. 35! Ah, Verteidigung. Woran? Abstoß, Abstoß für Zürich. Wenn es jetzt den Anschluss, das Unentschieden findet, frühzeitig, dann wird das ganz ein interessanter Klassiker. Immer noch der Barry. Tempo. Foul, foul, foul. Ja, das ist jetzt Foul. Ganz gut. Kein Gali, aber Foul. Richtig vom Schiedsrichter. Gute Position. Mal schauen, ob er den Freischuss gut reinbringt. Das wäre ganz wichtig in der 13. für Basel. Mal schauen. Frei. Oh, der kommt. Eieiei, Barry über die Bude. Oh, das ist ganz schlecht. Oh, das ist scheiße. Wenn sich der Vega in dem Klassiker... Oh, das wäre ganz schlecht, wenn der Vega verletzt raus muss. Ei, er rief schon die Medis. Ja, er rief schon die Medis. Oh, das sieht nicht gut aus für Basel. Wenn der Vega raus muss, das endet. Das ist bitter. Warte mal. Neues Spiel im 25. Ah, gut, Verteidigung vom Van Bremen. Gerade neu reinkommen für den Vega. Da haben wir es auf dem Monitor. Gerade der FCZ-Verteidigung. Das habe ich vergessen einblenden in den Stats. Basel hat das letzte Mal, glaube ich, irgendwo im März oder April 2021, also vor 3 Jahren, heim NL Classico gewonnen. Also heute ist wirklich Zeit, um das eigentlich zu drehen. Aber jetzt führt Zürich mit 0-1. Das ist das, was ich vorher vergessen habe zu sagen. Alter, schau den Konter an. Warte. Komm, das sind die besten zwei Fans. Ist mir scheißegal, was andere sagen. Mein Statement. Können mich schlagen oder hassen, wie ihr wollt, aber das sind die besten Fans aus der Liga. FCB und FCZ von der Lautstärke. Warte mal, KD. Wow! Warte mal, schieß doch, Barry. Ey, zu lang. Gut Abschluss. Wow! Warte mal! Was eine Bude! Wow! 1-2! Oh! Alter Schwede! 1-2, eine Traumbude! Ich glaube, ich habe nicht gefilmt, wie die Bude ist, aber ich glaube, ihr habt gesehen, was hineingeflogen ist. Basel mit der Bude, Traumgoal zum 1-1. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Und ich glaube, es wird nichts Offside-Check. FC Basel, FC Zürich. Ei, ei, ei.
Bis ist der Klassiker angekommen. Super gemacht. Oh, direkt Zürich wieder rüber raus. Pass den Ball. Warte mal. Oh, wichtig verteidigt. Hey, unser Bro, ihre Bro, ihre Stadionflocke des Vertrauens. Nein, Spass. Hey, wir sitzen einfach vor den genau gleichen Leuten. Genau die gleichen. Wir sind beim Basel Wind ja auch da. Können wir mal abchecken, genau die gleichen Leute. Warte mal. In FCZ Zant in der KD. Wart mal! Spiel 3! Basel hat Spiel 3! Die 15 Minuten! Hä? Zeig mir doch die Minuten, Mann! Jockeli, hallo! 3, 44. Welche Minute ist? Sie haben Spiel auf jeden Fall 3. Toll! Niemals Offside! FCZ gerade ihre Chant am Anstimmen! Blutstark sind und der KD! Gender dort oben! Alter Schwede, Abzug! 40. Minute! Ei, Spiel gedreht! Alter Schwede, ist der KD oder bin ich irgendwie durch? Okay, sie machen trotzdem weiter! Erstaunlich! Ja! KD! Nie! Barry mit dem Doppel-Assist. Zwei Assists von Barry. Und Spiel. Der Klassiker in der Schweiz ist wieder anpippen. FCZ in Weiss. Basel klassisch. Blau und Rot. Von links nach rechts beziehungsweise. Oh, jetzt zündet. Komm, mein Geschnurre ist egal. Oh, gute Verteidigung von Basel. Oh, schauen, wie es weitermacht. Ganz wichtig, Dante. Noch nicht weg, Okita. Oh! Hä? Alter Schwede! Der Kotic reagiert dementsprechend. Kein Bude. Ich wollte schon trinken, du? Herr Rau. Ich wollte schon trinken, sag ich euch ehrlich. Ganz viel Glück. Boah! Freies Goal aus Aussennetz von Katic. Viel Glück für Basel. Gerade noch mal ein Konter. Barry. Ei. Zu leicht vergeben. Einwurf für Basel. Okay. Noch 3 Minuten, bis wir in der Halbzeit sind. Oha, ich habe verpasst. Halbzeit, abpfiffen. Führt nur 30 Sekunden gespielt. Aber Basel führt mit dem Drehen vom Spiel. Mit 2-2 im Schweizer El Clasico. Wir sind in der Halbzeit, wir kommen gerade zu den Stats, Kamera dreckig. Hey, ich versuche noch einen Kebab bekommen, bevor die zweite Hälfte anfängt. Wo ist mein Kollege? Hä? Oha, fahr mal, die zweite Hälfte hat schon angefangen. Wo ist er? Wo bin ich angelaufen? Hä? Ist er da? Bin ich komplett auf der Grind geht, Mann. Ich check nicht vor. Warte mal. Hä? Ich blende euch mal die Stats ein. Der Colonni ist raus. Nach den Stats für Basel nicht verdient. Aber warte mal, wo ist mein Kollege? Auch nicht da, oder? Ah, doch, da habe ich ihn gefunden. Ah, komm, sprechen wir die erste Hälfte an. Also, statistisch haben wir ja schon gesehen. Basel nicht verdient am Führen, aber komm. Sie haben gekämpft, sie haben ihren Abschluss prompt genutzt und eiskalt abgeschlossen. Also kann man nichts dagegen sagen. Ich meine, einfach eiskalt gewesen, FCZ, ein Eckball und sonst nicht viel. Wieder, oh, wobei, doch, vergessen wir eine Chance von Katic nach dem Eckball. Die er aus außen jetzt gemacht hat, hat er müssen machen. Warte mal! Warte! Ich hab's nicht mal gesehen! Roden! Hä? Es hat ein Goal gegeben, ich hab's verpasst. Warum? Weil mir mein Kollege gezeigt hat, wie wir gerobbt worden sind. Barca! Es war ein Offside, das nicht mal Offside war. Warte, ich zeige dir den Ding treffen. Alter, absoluter Rotztreffer.
Ich habe, glaube ich, beide Treffer. Dort sehen wir es besser. Hä? Hä? Oha, Bruder, 2-2 in der 54. Und ich habe es wieder nicht richtig drauf. Spiel wieder abpfiffen und der Schweizer El Clasico. Warte mal, Basel. Warte mal. Ich habe den Backflip vom Jubel nicht drauf, aber warte, ich komme wieder. Gade. Nie. Ei, ei, ei. Brecher mit der Parade. Ui, 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 Einwurf Basel. Alter Schwede, gebt euch das! Oh, oh Bruder, schon das dritte Mal stehen auf, wenn wir Basler sind. Etwas kurz ausgeführt von Basel. Oh! Oh! Aussennetz, Aussennetz! Mein Homie holt jetzt einen Döner während des Spiels. Alter Schwede! Eckball Nummer 9. Hey, der Mister wohnt am Bahnhof, geht pleite, der geht pleite. Oha, schau mal, wer der Lieferant ist angekommen. Er hat nur fladen können. Taschen hat man gar nicht können, also probieren wir jetzt. Im Juckeli. Der Fladenbrot, Kebab, oder? Vom Ausland. Alter, mein Kollege hat gesagt, das war ein Fertigdöner. Beissen wir mal rein. Ja, ich sag für Stadion essen, Bro. Okay. Du, Kollege, sei da okay. Für Stadion essen ist okay. Ich muss ehrlich sagen, so ein 6,5, oder? Ja, ja. Beide 6,5. 6,5 ist okay. Für so einen Fertigen. Vielleicht gibt es ihn auch frisch. Probieren wir mal, aber Basel ist am Kommen. Oh! Raus vom Cottage, raus! Hey, Bruder, keine Ahnung, ob die das schon gesagt haben, aber wo ist eigentlich die Zuschaueranzahl? Das müssen doch Minimum 26'000 sein. Endlich, Alter, ja! Oha, Bruder! 29'000! Alter Schwede! In der 81. Erstopp sagen, aber das ist eine richtig stabile Zahl. Unglaublich, komm. Loset das einfach an. Unglaublich. Also ich kann es nur noch mal sagen. Tut mir leid, wo ihr im Kanton kommt, aber Basel wahrscheinlich die besten Heimfans. FCZ auf dem Platz 2 und auswärts genau umgekehrt. FCZ auf dem 1, Basel auf dem 2. Aber das sollte alles sagen, also das sollte wirklich alles sagen. Warte, ich habe es gerade gesagt. Oh, Penalty, 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 1000% ein Penalty. 1000% von auch. Musst nicht mal checken, das wird ein Penalty für den FCZ geben. Musst nicht mal checken, das muss einer geben, also das hast du gesehen. Das hast du von weitem gesehen. Ich weiß nicht, ob es gerade gesehen hat. Ich habe gesagt, ob einer zum zum Führungstreffen noch kommt. 15 Sekunden später kommt es dazu. Dort liegt sogar noch in Basel. Mal schauen, ob das auch noch gecheckt wird, weil er hebt sich in der Schnur. Oh, der Schiri hat es gerade angezeigt. Also ein Penalty ist sicher, wenn das vorher kein Foul war. Aber ich glaube, es war ein Ellenbogen vom Zürcher in die Schnur vom Basler. Mal schauen, was er sagt. Da haben wir. Jetzt haben sie den Screen ganz gern. Bei ihrem eigenen Goal nicht, aber jetzt haben sie den Penalty Review gern. Ja, gut. Direkt aberkannt. Completed. Eindeutig. Auf dem Monitor hat es abgebrochen. Ja, geil für den Zürcher. Ei. Ellenbogen in die Schnur vom Basler. 87. Minimum momentan. 5 Minuten Nachspielzeit. Und es ist immer noch unentschieden im Klassiker. Oha. Ich sage Minimum 5, aber die haben 4 angezeigt. Sehen Sie jetzt dann gerade auf dem Ding, auf dem Monitor. 3 Big, 2 Big. Ja, heben mal die Schnurren, du Huren. Jetzt Sonnenreis, du Hurenabzug. Zeig doch mal, jetzt anders. 4 Minuten. Oha, Bruder. Schon das vierte Mal stehen auf, wenn wir Basler sind. Jetzt muss ich sogar aufstehen.
weil ich sonst den Match nicht gesehen. Gebt euch das, Alter, wie die umspringen sind. Unglaublich, unglaublich. Okita mit dem letzten Eckball. Mal schauen, ob sie ihn reinbringen können. Ich hätte eigentlich nicht Okita. Oha, Bruder. Camberia muss rasten. Bruder, was bist du? Oha, ja, oha. Wenn der Okita weg ist, dann diesen Eckball machen. Hätte aber auch gesagt, oh, ich sage euch, Katastrophe, wenn er die Eckball gebracht hat in der letzten Zeit. Dante, und warte mal! Niemals ein Foul, niemals ein Foul. Oi, das ist kritisch. Das checkt der VAR, das wird checkt. Wir sehen, was noch passiert. Der Hitz ist beim Schiri, das könnte noch ganz interessant werden. Gut, der Schiri hat Pfeife schon im Maul. Ich glaube, es ist die letzte Aktion. Ja, der hat Pfeife schon im Maul. Der Hitz. Ja. Abpfiffen, wir trennen den Klassiker 2-2 zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich im Jockeli. So, ich habe dem Sieg gesagt, es wird unentschieden. Es ist unentschieden geworden. Ich sage euch ehrlich, ich soll einen Tausiger drauf setzen. 3-4er-Quote, 3-4 hätte ich mitgenommen. Schade, ich bin mir eigentlich sicher gewesen. Wir kommen gerade zum Schluss, aber wir müssen jetzt ÖV arbeiten. Hey, fragt mich nicht wie! Aber irgendwie habe ich es geschafft, aus der rechten Hosentasche mit der linken Hand, mit der rechten Hand das Handy rauszunehmen, ohne dass ich auf die Schnur gehe. Aber Brate, warum machst du nicht schneller? Wir sind nur 20 km/h am Fahren in Basel. Oh, jetzt kommt noch das Tram. Jetzt dürfen wir nicht. Jetzt müssen wir stoppen, oder? Straßengesetze. Brate, oi, Carallo. Jetzt haltet ihr noch an, Mann. Hey, warum haltet der Scooter an? Ich habe zahlt. Hallo, ich habe zahlt. Hey, mach doch mal schneller, Mann. Ja, jetzt sind sie am Schauen, oder? Hallo, fahrst ein bisschen schneller, fahrst ein bisschen zügiger, oder? Aufpassen, Bro, wir dürfen nicht... Hey, da, Velozone. Wir müssen irgendwie jetzt zum Bahnhof kommen. Ich schwöre, nachher, wenn wir in Zürich ankommen, vielleicht gibt es im Vlog noch den Club. Wir kommen noch zum Schluss vom Spiel. Nein, hinter mir sind keine Zivi-Bullen, oder? Sonst wäre ich am Arsch, sonst wäre ich geschmiert, oder? Da fahren sie vorbei. Oh, ich muss halten. Wow! Ja, jetzt haben wir dürfen. Wir kommen gerade zum Schluss. Wahrscheinlich gibt es einen fetten Cut. Vitos Pizza, wenn noch offen ist. Oh, ich bin auf der Autozone. I am a criminal, wie ich fahre. Bro, fahr weiter. Scheißegal, Brette. Es kommt eh kein Auto, Brette. Fahr geradeaus. Brette, ich weiss nicht mal, ob wir zum Bahnhof kommen mit dieser Route. Aber wir sehen uns entweder im Club in Zürich, Vitos Pizza, SBB, auf Zürich oder, keine Ahnung, irgendwo in Zürich. Wir haben den Klassiker gehabt, 2-2. Ich hätte einen Tausiger sollen setzen. Ich bin mir sicher gewesen, es wird unentschieden. Könnt ihr meine Mutter fragen? Könnt ihr den Kollegen dort auf meinen Scooter fragen? Wären 3400 Stutz gewesen auf Süß. Aber egal, wir sehen uns wieder. Ciao. Brate, bitte Vitos hat offen, bitte. Ja. Hat's offen? Nein! Es ist zu! Mein Bra ist schon gebrochen! Nein! Hey, bevor wir zum Schluss kommen, Brate, der Securitas, Bro, er beschützt den Lindhaus, Bro! Einfach das Lindgebäude am Beschützen in der Nacht, als würde das jemand rausnehmen wollen! Wir kommen gerade zum Spiel. Schaut mal da, wir kommen gerade zum Spiel. Wir sind ein bisschen spät aufgestanden. Aber jetzt kommen wir kurz zum Spiel. Ganz kurz. Schweizer El Classico. Klassiker bei uns in der Schweiz. Basel gegen FCZ. Der FC Basel gegen den FC Zürich. Es ist immer etwas los. Egal ob bei einem 0-0, egal ob bei einem 1-0. Ihr versteht es. Es gibt eine rote Karte, es gibt Rudelbildungen, es gibt Goal, es gibt Kontroversen, es gibt momentan die zwei besten Kurven in der Schweiz von der Lautstärke. Also das Resümee vom Spiel, ich blende euch mal das Stats ein. Und ihr seht, der FCZ hat mehr Goal verdient, aber eigentlich gar keins. Also 0,7 Goals sind eigentlich auch wirklich aus dem Nichts. Basel mit einem Traumgoal,
Zürich mit zwei merkwürdigen Goal eigentlich. Also wirklich nicht zwei gute Goal. Klar, Cambéry war ein Standard, aber ich weiss nicht, wie gross der Cambéry ist. 1,70, 1,80. Darf nicht so zum Kopfball kommen, bei einem Eckball. Basel dann eben, wie schon gesagt, mit dem Traumgoal Führung gegangen, 2-1, dann verschießt der Katic ein freies Goal. Ist ja nicht der beliebteste in der Mutanzer-Kurve, der Katic. Das hat er ja mit dem Vorfall mit dem Xhaka. Gut, und Zürich gleicht dann aus. Gegen den Schluss der Penalty. Ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich ein Ellenbogen in die Schnur war. Auf den ersten Blick hat es so ausgesehen, aber gut, ist jetzt passiert, man kann nichts daran ändern. Tabellen blende ich auch ein und wir sehen, Servette hat verloren gegen Vinti. Vinti ist jetzt punktgleich mit dem FCZ. Das heisst, Basel sehr wahrscheinlich fast keine Chance mehr auf die Playoffs. Fast keine, sie hätten heute müssen gewinnen. Also eigentlich haben sie keine Chance mehr. FCZ träumen irgendwie in der Playoffs-Gruppe um den Titel spielen. Dann kann es auch nicht mehr, also Fans nicht mehr, klar. Irgendwo träumen die Fans immer, aber also realistisch, so aus neutraler Sicht, denke ich, null Chance mehr, fast null. Und die Liga sieht wieder danach aus, als würde IB wieder vorkommen. Weil die würden jetzt auswärts in IBA noch einen Sieg holen und dann sind sie wieder 3 Punkte vorne. Aber das wird ganz interessant mit unseren Playoffs, die wir jetzt haben. Also das nimmt mich Wunder, wie das rauskommt. Das wird ganz speziell. In dem Sinne, das ist das Video vom krassesten Monat. Auf dem Kanal. Das Programm zeige ich euch nicht. Ihr könnt euch denken, wo es ungefähr angeht. Welche Wettbewerbe, das ist ein bisschen Anspielung, wir schauen gehen. Aber ich sage euch, bis Ende April, das wird der krasseste Monat. Checkt noch Instagram ab, dort kommt noch eine kleine Story dazu, wenn ihr seht, wie viele Vlogs online kommen. Oder einfach allgemeine Announcements vom YouTube-Channel halt. Könnt ihr den Insta gerne abchecken. Genau der gleiche Name. Ich blende ihn noch nicht ein. Ist genau der gleiche Name. Macht das einfach in Insta rein. Auch 18.99. Eigentlich, man spricht den Namen nicht mal so aus. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Ciao zusammen.